Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light The Following. Ja, weiter geht es. Nachdem wir letzte Mal die Stadt gesäubert haben, werde ich jetzt eine andere Aufgabe angehen. Ja, und am besten mache ich direkt mal weiter mit Jagdfieber, dem Wunschbrunnen. Ich gehe die auch der Reihe nach ab, würde ich sagen. Das sind ja jede Menge. Moment, was ist das denn hier? Überprüfen Sie die Hinweise, die Sie bereits gefunden haben. Ich glaube, ich muss das erstmal fertig machen, ne? Oder ist damit gemeint, dass ich die anderen Aufgaben machen muss? Keine Ahnung, ich bin im Moment überfracht. Gucken, was mir hier als Ziel angezeigt wird. So wie es aussieht, gar keins. Naja, das wird wohl bedeuten, dass ich diese hier erst erfüllen muss, ne? Was ich auch mal gucken wollte, ist, was das eigentlich für eine Aufgabe ist. Aha. So muss man zu dieser Schattenjägernest. Ja, wir müssen. Könnte alternativ, weil es jetzt gleich Nacht ist, ja eigentlich auch ein Schattenjägernetz machen. Wie weit wäre denn das hier weg? ...590 Meter. Hallo, Fremder. Ja, warum eigentlich nicht? Fahren wir da einfach mal hin. Gucken uns das mal an.
Oh, da sind ja sogar hier vorne schon Schattenjäger. Kümmern wir uns mal um das Schattenjägernetz. Was? Wieso sind das Schattenjäger drin? Überlegen. Aber ich frage mich, was das sollte. Dieses Schattenjägernest lässt sich doch unmöglich zerstören, wenn da nachts auch Schattenjäger drin sind. Bin ich jetzt? Ich versuch's nochmal da reinzugehen. Wenn da immer noch Schattenjäger drin. Wieso habe ich jetzt. Jetzt habe ich die Markierung weggemacht. Was ist denn möglich? Thank you.
ist der Tunnel schon. Der ist unterhalb, toll. Ja, hier ist er. Was ist denn das für ein scheiß Nest? Wie soll man das denn schaffen? Wenn da richtige Schattenjäger drin sind, die gefährlichen Biester. Egal, ich versuch's nochmal. Verdammt nahe dem Scheißviecher.
der Tunnel schon. Den hatte ich zerstört, der hier drin war, oder? Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal noch. Da ist einer von den Schattenjägern. Was sie einen hier zumuten, ist echt der Wahnsinn. Da ist schon wieder einer. Scheiße. Ich glaube, hier war auch keiner mit. Oh. Scheiße. Das hat noch nicht gereicht anscheinend. Da ist auch einer drin. Nee, da ist alles zerstört. Wo ist denn hier verdammt nochmal noch einer? Ist auch keiner mehr. Das waren noch nicht alle.
keine Chance zu überleben. Boah, was ist das ein abartiges Nest? Sowas habe ich ja nur gar nicht gerechnet. Ich weiß jetzt nicht, ob es kaputt ist. Moment, mal eben gucken. Sieht aber so aus, ne? Sieht so aus, als wenn ich es zerstört hätte. Oh. Den Wackelpuppen muss ich auch mal gucken, wie ich die nutzen kann. So, eine halbe Stunde haben wir noch. Ich will jetzt wissen, ob das Nest im Eimer ist. Ist hier was los? Ist das der Tunnel? Ich glaub schon, ne? Ja, das Nest ist erledigt. Das ist erledigt. Nacht ist auch erledigt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Nest, in dem nachts noch Schattenjäger drin sind. Gemeiner geht's nicht mehr, ne? Meine Güte, ist das alles weit hier. Furchtbar. Ja, toll! 45 Meter bevor ich da bin, ist dieses scheiß CIA-Paket weg. Ach Mann! Alles noch leer. So, dann hole ich mal mein Auto. So eine Scheiße. Da haben sie sich ja was einfallen lassen mit den Nestern, ne? Ah, er pennt mal ausnahmsweise.
gerosteter Sechsschaffer. Schwere Entscheidung, was? Die Qual der Wahl. Hast du dich entschieden? So. Und hast du dich entschieden? Na, wo ist das? Ich glaube, der Leuchtturm ist hier in der Nähe, ne? Und hast du dich entschieden? Was? Wird gar nichts angezeigt? Folgen Sie dem Hinweis. Schwere Entscheidung, was? Warum wird das denn nicht angezeigt? Ach doch, wird angezeigt hier. Ja, das ist nicht allzu weit weg. Dann mache ich erstmal das. Langfahren, um dahin zu kommen. Ich muss an der Stadt vorbei, auf jeden Fall, ja. Dann weiß ich, wo ich lang muss. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Ob mich das was angeht. Hurensohn! Das hat wehgetan. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht fertig. Ich bestimme, wann es vorbei ist. Wann es vorbei ist. Was, du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? So leicht kommst du mir nicht davon. Ich bestimme, wann es vorbei ist.
Fahrzeug! Verstehst du? Die leben noch. Keine Lust, zu dem runterzugehen. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht fertig. Ich habe ihn gar nicht getroffen. Treffen sollte man schon, ne? Jetzt habe ich ihn getroffen. Ach komm, ich gehe noch mal runter. Was? Ach so. Er war das, ja. Ich lass. Sie haben diesen heiligen Ort gerettet. Die Mutter wird Sie dafür segnen. Nehmen Sie das. Sie brauchen es vielleicht noch. Und haben Sie Geduld. Der Gott der Sonne wird bald kommen. So, na gut. Haben wir dem noch geholfen? Kannst du ja mal versuchen, wenn es schon angeboten wird. Was soll man hier zerstören? Hier ist ja nichts. Jedenfalls nicht viel, ne? Scheiße, ach du Scheiße. Da war ja das Problem mit der Brücke, ne? Wo man nicht so gut rüberkam. Wo ist das Auto? Ich habe lang keinen mehr aufgemacht. Ich mache mal nochmal einen auf. Mann.
Ach, ich bin's nicht mehr gewohnt. Ich bin's nicht mehr gewohnt mit den ganz schweren Schlössern. Vergiss es, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Wieder nicht da, wo ich hin wollte. Oder? Nein, ganz und gar nicht. Ach du Scheiße. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück. So eine Scheiße. Hier bin ich richtig. Hier hatte ich ja den Strom wiederhergestellt für das Landhaus. Eine von den Vermissten sein? Anscheinend nicht. Der aber. Ja. Crane hier. Habe gerade noch einen Toten gefunden. Es ist ziemlich sicher einer von deinen Leuten. Scheiße, unsere Leute sterben einer nach dem anderen. Danke für die Info.
das überhaupt hier, der Leuchtturm? Nee, das ist er gar nicht. Ach man, das ist das Landhaus. Flucht und zugenäht. Ich hätte gar nicht über die Brücke fahren brauchen. Ach man. Weg zurück. Sicherheitszone. Ah, ich sehe schon. Hier, der Höhleneingang ist da unten. Wir müssen da runter.
Ich hab doch die Taste gedrückt. Ich habe ihn runtergeschubst. Ich räume die besser aus dem Weg, wenn sie mich nicht mehr stören. So, und wo ist hier der verdammte Eingang von der Höhle? War ich doch schon mal, oder? Ich meine, in der Höhle war ich schon mal. Wenn es dieselbe Höhle ist. Hier ist kein Eingang. Ist das schon wieder einer? Ah! Korrekt, ich hab's gefunden. Ah, da unten steht eine Kiste. Das war's schon. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber ich meine, in dieser Höhle waren wir schon mal. Wow! Hab ich mich jetzt erschrocken? Ach du heiliges Kanonenrohr. Strom drauf.
hier ist die Höhle anscheinend zu Ende. Da kommen wir nicht weiter. Müssen wir wieder zurück. Gekommen von da oben, ne? Hochsitz nehmen wir noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Was? Man denn eigentlich nicht zu diesem Hochsitz? Das ist der Kartenrand hier, da kann man so nicht hin. Ach, vergiss es, ich will zurück zur Sicherheitszone. Die Folge ist auch ohnehin gleich zu Ende. Komme ich jetzt wieder da hoch, ist die Frage. Keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder hochkommen soll. Scheint alles Kartenrand zu sein. Ach Mann. Ein Stück gehe ich mal noch runter. Ich hätte das Auto mitnehmen sollen. Ich komme da nicht mehr hoch. Jedenfalls nicht mehr ohne größeren Aufwand. Ach du Scheiße!
Ach, die haben Waffen, jo. Naja, was soll's, egal. Das ist mir jetzt sowas von egal. Jetzt bin ich wieder am Leuchtturm. So. Ich glaube, die Sicherheitszone ist da unten, ne? Da, ja. Ich kann ja mal versuchen, ob ich die noch kriege. Das ist eigentlich immer nur der Straße nach, also machbar. Da ist hier so ein fetter Mann, verdammt. Der ist sogar in die Kiste reingefallen. Abgefahren. Ach nein! Ja, gut. Das war's dann. Ich fahr mal noch da zu der Sicherheitszone. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier aufzuhören.
Scheiße, mein Buggy ist kaputt. Nein! Auch das noch. Scheiße! Noch ein Explodierer. Meine Fresse! So, schnell reparieren die Karre. So, und weg hier. Ach man, hier ist nirgendwo eine Sicherheitszone. Haben wir den Buggy eingeklemmt. Toll. Ganz toll. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal. Mit den Selbstmördern haben sie es aber übertrieben, so hat man echt nie Ruhe. Kann gar nichts mehr vernünftig machen. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder der Inhalt in der Gegend war derselbe. Schwere Kiste, dann nehmen wir die auch noch mit. Hab ich schon wieder so eine scheiß Dinger. Ich kann ja mal gucken, ob ich den Buggy frei bekomme, aber ich glaube kaum.
zum Verrecken nicht raus? Das verstehe ich nicht. Hä? Manchmal ist das mit dem Buggy echt scheiße. Möchte man das Ding am liebsten stehen lassen und gar nicht mehr benutzen. Ich gehe jetzt einfach ohne weiter, scheiß was drauf. Ich will wenigstens noch in eine Sicherheitszone kommen. Sind wir schon auf dem richtigen Weg, ne? Genau, das war ja die Sicherheitszone von Tolga und Fatin. Hier kann ich, glaube ich, auch nirgendwo meinen Buggy holen, glaube ich, ne? Oder war hier irgendwo ein Gerät? Tja, da sind noch die Zeichnungen von den beiden. Doch, hier ist das Gerät. So. Gut, dann haben wir die erste Aufgabe erledigt. Dann ist als nächstes diese hier dran. Na gut. Tja, Tolga und Fatin noch leben. Bin mal gespannt, ob wir das irgendwann erfahren werden, weil der Waggon ist ja nicht da gewesen. Oder die Reste davon. Na gut, ich mach da mal Schluss. Es war eine turbulente Folge. Vor allen Dingen direkt angefangen mit so einem scheiß Schattenjägernest, das nicht verlassen ist. Na gut, ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl und tschüss.